Roberto De Zerbi, Zinedine Zidane und Julian Nagelsmann sind aktuell wohl die drei Top-Kandidaten auf den Trainerjob bei den Bayern. Und deswegen habe ich die drei einfach mal im Football Manager 2024 zum Trainer des FCB gemacht und die neue Bundesliga-Saison 2024-25 durchsimuliert. Und wir werden heute einfach mal schauen, was die realistischste Fußballsimulation dann sagt, wer der beste Trainerkandidat für den FC Bayern ist. Das gleiche Video habe ich gestern schon mal aufgenommen, da allerdings mit vier anderen Kandidaten. Das Problem war nur, ungefähr 20 Minuten nachdem ich auf den Hochladen-Knopf gedrückt habe, hat Xabi Alonso abgesagt, Ralf Rangnick war wohl dann wohl auch kein Thema mehr und Antonio Conte sowieso nicht und Christian Streich, das war der letzte Kandidat in dem Video, das war eh so eine Spaßgeschichte. Schaut es euch gerne aber trotzdem an, es waren vier spannende Simulationen, denn da wird zum Beispiel auch klar, ob es für die Bayern nicht vielleicht sogar was Gutes war, dass Alonso abgesagt hat, weil es unter ihm vielleicht eh nichts geworden wäre. Jetzt geht's aber los mit unseren drei neuen Kandidaten, let's go. Okay, damit kommen wir zu Trainerkandidat Nummer 1 für dieses Video und das ist Zinedine Zidane und der macht das nicht alleine, nee, denn er hat sich Franck Ribéry als Co-Trainer mitgebracht, das ist jemand, der die Bayern natürlich kennt, eine Bayern-Legende, ich glaube auch hier im Supermanager wird Franck Ribéry als, hier unten sieht man es, als Ikone angesehen, gemeinsam mit Spielern wie Arjen Robben, Udo Lattek, Klaus Augenthaler und Giovanni Elber. Zinedine Zidane spielt gerne Ballbesitzspiel und das bevorzugt in einem 4-3-3. Bei den Bayern sehe das dann vielleicht in etwa so aus und hier sehen wir, dass einige Transfers gemacht wurden, die sich doch ein bisschen davon unterscheiden, was wir bisher so gesehen haben. Lass uns mal reinschauen, was hier so für Deals gemacht wurden. Haben wir im letzten Video gar nicht so intensiv gemacht, aber hier sieht es doch ein wenig anders aus. Zum Beispiel ist Tomiyasu gekommen von Arsenal für die Rechtsverteidigerposition. Thilo Kehrer kam zu den Bayern und Orkun Kökçü von Benfica Lissabon. Das ist natürlich ein ziemlich spannender Spieler. Und auch hier jetzt funktioniert, die Bayern werden mit dem Trainerduo Zidane Ribéry Meister. Am Ende kamen sie dann auf 77 Punkte, was jetzt unter den Kandidaten, die wir bisher simuliert haben, kein Highscore ist, aber es ist natürlich auch kein schlechter Wert. 7 Niederlagen ist relativ viel, dafür haben sie aber auch nur 2 Spiele unentschieden gespielt. Insofern, ein sehr gutes Ergebnis. In der glorreichen Champions League hat es hier aber wieder nicht für eine direkte Qualifikation fürs Achtelfinale gereicht. Man musste wieder über die Zwischenrunde gehen. Es wurden zum Beispiel Spiele verloren gegen Ajax und gegen Neapel, wo ich immer noch das Namenspack installieren muss. Und dann ging es gegen den Ex-Verein von Zinedine Zidane gegen Real Madrid. Da gab es im Hinspiel ein 0-1 in München und im Rückspiel spielten die Bayern dann 1-1 Tore von Vinicius Junior und Leroy Sané und die Bayern waren damit ausgeschieden. Also auch hier gibt es keinen Champions-League-Titel, wieder nur das Achtelfinale, was natürlich, also die haben natürlich einen schwierigen Gegner gehabt, aber Achtelfinale ist dann auch echt enttäuschend. Und zu guter Letzt wieder der Blick auf den Pokal und der ist, ich weiß echt nicht, was hier los ist im Pokal. In der dritten Runde war ich hier gegen Leipzig Ende, also auch Zidane holt nur einen Titel, Champions League Achtelfinale, Pokal dritte Runde, auch das ist jetzt nicht wirklich berauschend. Damit gehen wir weiter zu einem Kandidaten, den ich eigentlich ziemlich cool finde, das ist Roberto De Zerbi. Das ist ein Italiener, 45 Jahre alt und den kennt man von Brighton. Der hat die Mannschaft zu etwas geformt, wovon wahrscheinlich nur die wenigsten gedacht hätten, dass das möglich ist. Er hat einen sehr ballbesitzorientierten Spielstil implementiert in Brighton. Die spielen richtig coolen Fußball. Also wenn man ab und zu mal Premier League guckt, dann lohnt es sich definitiv mal auch bei Brighton reinzuschauen, denn das macht schon richtig Laune. Im FM ist hier ein 4-2-3-1 als seine bevorzugte Formation hinterlegt. Ich glaube, das stimmt auch so. Und bei den Bayern sah das Ganze dann im letzten Saisonspiel so aus. Und wenn ich das mir jetzt hier auf den ersten Blick so angucke, dann ist einfach mal kein einziger Neuzugang mit dabei. Wirklich nicht. Also jeder Spieler, der hier am Start ist, hat letzte Saison auch schon, oder diese Saison, die jetzt aktuell im Real Life läuft, auch schon bei den Bayern gespielt. Dabei haben sie einige Transfers gemacht, die wirklich viel Geld gekostet haben. Pape Mata Sarr von Tottenham haben die sich für 100 Millionen bis 113 Millionen Euro geholt. Defensiver Mittelfeldspieler, das ist dann, ich sag's jetzt in den Videos zu oft, ich benutze zu oft das Wort Holding Six, aber das ist wieder die Holding Six, die Thomas Tuchel nie bekommen hat. Mit dieser Mannschaft ist die Serbi dann mit 85 Punkten Meister geworden, das ist ein richtig guter Wert. Nur 3 Niederlagen, 4 Unentschieden, eine absolut dominante Saison, die er hier mit den Bayern gespielt hat. Wird sicherlich Spaß gemacht haben, den hier zugeschaut zu haben. Und ich habe das Ganze jetzt hier einfach mal nach Toren sortiert und wir sehen, da waren einige Spiele dabei, wo es richtig gescheppert hat. Also viele Spiele, in denen die Bayern dann 3 Tore oder mehr geschossen haben. Nur 2-mal blieben sie komplett ohne Tor. Am 19.01. gegen Kiel haben sie einfach mal 1-0 in Kiel verloren. Interessant. Und dann natürlich die eine Niederlage gegen Gladbach, die muss auch mal mit dabei sein. So, und in der Champions League ist es mit De Zerbi dann doch ein wenig weitergegangen. In der Ligaphase ist es extrem gut gelaufen. Man hat sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Da dann RB Salzburg ausgeschaltet, gegen Manchester United gewonnen und dann ging es im Halbfinale gegen Real Madrid. Das Hinspiel in der Allianz Arena gewannen die Bayern mit 2-0. Kim Min-jae und Alistair Johnson mit den Toren. Das ist ein Spieler, den ich in meinem Köln-Safe auf dem Zweitkanal ganz gerne holen würde. Auch da könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
schon. Aber im Rückspiel haben die Bayern damit 13-0 verloren. Im Halbfinale war hier also Ende. Definitiv eine gelungene Saison von Roberto De Zerbi. Er ist damit nach Christian Streich jetzt schon der zweitbeste Trainerkandidat, den wir hier im FM simuliert haben. Und selbst im Pokal hat er es bis ins Halbfinale geschafft. Also das ist eine richtig starke Leistung. Zwar nie wirklich hochgewonnen, 1-0 gegen Bochum, 1-0 gegen Nürnberg, 1-0 gegen Union und dann 2-1 gegen Leipzig verloren. Das einzige Spiel, in dem die Bayern hier im Pokal mehr als ein Tor geschossen haben, war in der ersten Runde gegen Preußen-Rheinfeld. Und selbst da mit einem 3-1, jetzt nicht unbedingt ein berauschendes Spiel, aber am Ende zählt es zu gewinnen. Das haben die Bayern viermal getan. Im Halbfinale gegen Leipzig war dann Ende. Und Leipzig hat dann am Ende den Pokal auch gewonnen im Finale gegen Leverkusen. Und damit kommen wir zum letzten Trainerkandidaten, den wir heute hier behandeln wollen. Und das ist Julian Nagelsmann. 37 Jahre alt, aktuell Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Ich werde auch zur Europameisterschaft ordentlich Content machen hier auf dem Kanal. Falls ihr da Ideen habt, was genau ich da simulieren soll. Natürlich werde ich die Europameisterschaft an sich simulieren. Aber auch sonst schreibt mir gerne Ideen in die Kommentare. Ich nehme da gerne Dinge auf. Aber hier ist Nagelsmann jetzt erstmal direkt nach der EM wieder zurückgekommen zu seinem alten Verein, der ihn ja gefeuert hat, was als Fehler angesehen wird. Mittlerweile von, ich glaube, jedem Menschen, der sich für Fußball interessiert. Bei den Bayern sah das dann so aus. Auch hier ist Alistair Johnson gekommen, außerdem Evan Dicard, den haben wir im letzten Video schon ein paar Mal gesehen. Ansonsten hat sich die Mannschaft eigentlich nicht wirklich verändert. Hier sind nochmal die Transfers, die Bayern haben mit Nagelsmann nicht wirklich viel Geld für einen Spieler ausgegeben, sondern das Geld an ihr verteilt. Teuerster Transfer war dann tatsächlich Evan Dicard. Ja, und dieser Kader hat sie dann zu einer weiteren Meisterschaft geführt. Nagelsmann also ebenfalls Meister geworden mit 83 Punkten, was natürlich wieder ein guter Wert ist. Damit sortiert er sich in einer Region ein, in der auch die anderen Trainer ungefähr lagen. Leipzig ist hier diesmal Zweiter geworden. Also Stuttgart spielt nächstes Jahr, ich glaube, in fast jeder Simulation sehr weit oben mit. Leverkusen auch weiterhin. Da ist in dieser Simulation natürlich auch, wie es dann in der Realität passieren wird, Xabi Alonso Trainer. Und der hat es in der Champions League mit Leverkusen auch bis ins Viertelfinale geschafft. Sehr, sehr gutes Ergebnis. Bin gespannt, wie das dann in der Realität laufen wird. Ich freue mich jetzt schon richtig auf die nächste Saison mit Bayer Leverkusen in der Champions League. Das wird, glaube ich, geil. Hier dann gegen Manchester City ausgeschieden, aber vorher schon Juventus Turin aus dem Turnier gekegelt, was eine ziemlich gute Leistung ist. Aber wir sind hier nicht, um uns Leverkusen anzuschauen, sondern wir sind hier, um uns jetzt anzuschauen, wie die Champions League-Saison mit Nagelsmann läuft. Und die lief richtig schlecht. Das ist krass. Unentschieden gegen Twente, verloren gegen Juve, unentschieden gegen PSG, verloren gegen Kopenhagen, unentschieden gegen Leipzig. Ich weiß gar nicht, ob man in dieser Liga-Phase dann tatsächlich auch gegen Clubs aus dem gleichen Land spielen kann. Oder ob das hier im FM einfach nicht so ganz richtig ist. Aber unentschieden gegen Leipzig, dann 2-0 gegen Arsenal verloren, Malmö unentschieden, Real San Sebastian zwar noch ein 3-1 Sieg. Aber damit war dann, man sieht es hier, in der Liga-Phase einfach mal Ende. Platz 26 nur. Einen Sieg mehr hätte sein müssen, dann wäre man zumindest hier mit in diese Zwischenrunde gekommen, in der bei Leverkusen dann auch gespielt hat mit 9 Punkten, ganz, ganz knapp. Das hat aber so gar nicht funktioniert und auch im Pokal. Also es ist echt mittlerweile kurios. Die Bayern wieder nur dritte Runde, diesmal gegen Köln ausgeschieden. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier los ist, warum die Bayern das nicht hinkriegen. Damit ist in diesem Video De Zerbi mit Abstand der beste Kandidat. Die anderen 4 Kandidaten seht ihr hier und hier seht ihr, was passieren würde, wenn Franz Beckenbauer jetzt plötzlich wieder da wäre, seine Karriere wieder von vorne starten würde. Ist auch ein sehr cooles Video geworden mit interessanten Ergebnissen und einer schönen Geschichte, wie ich finde. Und ich hoffe, dass das jetzt das letzte Video zu dieser Trainerfrage gewesen ist, weil so langsam habe ich genug Bayern-Content gemacht. Naja, gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein.